Hallo Leute, ciao von Andrea Ungo. Chartanalyse. Jemand hat geschrieben, dass er von mir keine Chartanalyse noch nicht gesehen hatte. Kein Problem, ich habe erklärt, warum ich keine Chartanalyse durchführe, aber ich habe auch versprochen, ich werde eine Chartanalysieren und ich habe hier heute sogar noch drei Instrumente analysiert und das zeige ich Ihnen sofort. Bleibt dran, aber bitte vorher abonnieren. Das ist immer wichtig, sodass Sie sofort wissen, wenn es etwas Neues gibt im Kanal. Chartanalyse, hier sofort. So Leute, wir haben hier eine Monatschart auf Euro, US-Dollar und die startet ungefähr in 2008. Und wenn man das ganz einfach haltet, kann man sagen, dass es, was uns hier interessiert, zwei interessante Niveaus, 1,05 und 1,15. Und dann, was man sehen kann, sind diese zwei langfristige Trendlinien, die soweit ihre Arbeit gemacht haben. Und zwar, es gab eine Periode, wo Euro stark war, über 1,50 und dann ist es langsam runtergerutscht. In Richtung 1, das wissen wir ja natürlich noch nicht. Und auf Monatschart wird das noch länger. Was können wir aber hier erwarten? Man kann sehen, es gab diese Unterstützung, Trendlinie hier, die irgendwie gearbeitet hat, bis auf dieser Zeitpunkt, wo sie durchgebrochen wurde. Dann gab es eine Reaktion unten bei 1,05. Es gab hier einige, die noch tiefer gerutscht sind, aber es gab nur eine kürzere Zeit hier. Diese ältere Unterstützung, Trendlinie, hat dann als Widerstand gewirkt und dann gab es wieder ein Breakout. Und bis wo sind die Preise geklettert? Bis zu der anderen sehr langfristigen Trendlinie, die hier wieder als Widerstand gearbeitet hatte. Und das hat dann die Preise wieder nach unten gestoßen und die sind gerade wieder auf der anderen Trendlinie gerutscht. Also es gibt diese Bewegung in diesem Kanal hier nach unten, wo diese zwei Trendlinien irgendwie eine Arbeit durchführen und auch diese zwei Niveaus, besonders das 1,05. 1,15 hat hier eine größere Arbeit durchgeführt. Hier ein bisschen, hier erst als Widerstand und dann als Unterstützungsniveau. Und dann wurde es durchgebrochen, gab aber immer noch wie ein Magnet hat es gearbeitet irgendwie. Und dann langsam sind die Preise wieder nach unten gekommen. Was können wir also jetzt hier in der nächsten Zeit erwarten? Wie ich das sehe, kann ich schätzen, dass die Preise weiter nach unten gehen werden in dem Medium-Long-Term. Hier ist 2022 ungefähr. Aber das kann auch schneller passieren aus meiner Sicht. Das besser zu verstehen, können wir eine wöchentliche Chart sehen, wo ich auch diese Trendlinie addiert habe, die kurzfristiger ist, und die am Moment die Preise gleitet. Sehen Sie, wie die Preise zusammen mit dieser runterkommen. Wenn man dieses Chart sieht, dann kann man auch wohl schätzen, dass schon im Sommer 2020 könnten wir die Preise in der Gegend hier von 1,05 erwarten, was sehr wichtig ist. Was können wir hier aber tun? Also sollen wir einfach Euro US Dollar verkaufen, Short und dann warten? Es ist natürlich eine Möglichkeit. Und wo sollten wir dann einen Stopp stellen? Entweder über 1,15 oder sogar noch über 1,27, würde ich sagen. Hier ist 1,26 ungefähr. Aber das ist natürlich ein bisschen teuer. Risiko wäre in dem Fall sehr groß. Man könnte, obwohl ich kein Haupthändler bin auf Optionen, aber ich nutze auch Optionen, man könnte eine Struktur öffnen mit Short Call 1,15, Short Put 1,05, da wir erwarten können, dass in den nächsten 6 Monaten die Preise innerhalb dieser Zone bleiben. Das wäre eine Möglichkeit, die ich persönlich nutzen könnte. Und man könnte in dem Fall vom Time Decay von diesen zwei Optionen etwas nach Hause bringen. Gefährlich ist natürlich, wenn die Preise unter 1,05 oder über 1,15 gehen, vor
dieser Zeitpunkt. In dem Fall die einzige Möglichkeit, entweder die Optionen schließen oder ab 1,15 ein Kontrakt Future oder auch Euro-US-Dollar im Forex kaufen und hier eventuell verkaufen, dass es die Struktur irgendwie schützen würde. Aber wie gesagt, das ist nur eine Idee, das ist meine Idee, das ist keine Empfehlung, das ist klar. Was ich hier sehe, ist, dass die Preise hier in dieser Richtung Sommer 2020 vermutlich in der Zone 1,05 wieder sein könnten. Wäre das nicht unser Fall, würden die Preise sicher eine Schwierigkeit finden, in der Zone 1,15 weiter nach oben zu klettern. Hier haben sie das gut geschafft, aber dann gab es sofort eine Rückkehrung nach unten. Und das ist also das Szenario. Wie wir gesehen haben, ist ab 2008 ist überall ein Abwärtsszenario auf Euro-US-Dollar. Und das ist also meine Analyse, also keine Tiefanalyse, aber irgendwie eine Analyse auf Euro-US-Dollar. Was habe ich aber benutzt? Ich habe Widerstand, Unterstützung und Trendlinien benutzt. Und man sieht, die Preise kommen her, dann gehen wieder nach weiter oben. Es gibt also in dieser Zone eine tatsächliche Wirkung als Widerstand oder Unterstützung bei diesem Niveau. So wie auch bei der Trendlinie haben wir auch bei dem monatlichen Chart gesehen. Okay? Ich meine, das sieht ziemlich sauber aus. Funktionieren also wirklich diese Linien? Die Antwort ist ja, weil die Linien von alle gezeichnet werden und die Masse arbeitet also in ähnlicher Stil, Ansatz von der Masse in der Gegend von diesen Linien ist ähnlich. Die Leute verkaufen also, wenn es nach oben herkommt, kaufen hier unten und so weiter. Und das bringt natürlich dann die Massen im Markt rein, sodass es die Gegenbewegungen gibt. Okay, was habe ich also getan? Ich habe hier eine andere Analyse. Hier sind wir auf eine Weekly Chart. Das ist ein anderes Instrument. Ich verrate noch nicht, was das ist. Es gibt hier unterschiedliche Unterstützungsniveaus. Man kann es sehen. Hier gab es da unten, das hat zweimal gearbeitet als Double Bottom, das ist die Figur in technischer Analyse. Dann ist es nach oben gegangen. Hier gab es dreimal irgendwie, sogar noch viermal, einen Widerstand auf dem anderen Niveau hier, was vorher als hier ganz links als Unterstützung gearbeitet hatte. Wenn es durchgebrochen ist, hat es weiter geklettert bis zu den anderen Niveaus hier. Sehen Sie, das Niveau hier wurde sofort erreicht. Sofort durchgebrochen, die Stärke war sehr, sehr groß in dem Fall, aber dann ist es wieder runtergerutscht und hat gerade hier gestoppt, wo es vorher einen Widerstand gab, also jetzt eine Unterstützung gibt. Nochmal hier genauso, und wenn wir weitergehen, sieht man, dass die Preise hier dann nach oben geklettert haben. Auf dieser rote Trendlinie ungefähr. Hier gab es wieder eine Aktion als Widerstand, durchgebrochen, dann nach unten und hier bekam unser Widerstand dann ein Unterstützungsniveau. Nochmal hier und dann hat die Trendlinie als Unterstützung gearbeitet. Wenn wir dieses Instrument auf Tageschart beobachten, das war wöchentlich Chart, können wir auch kurzfristiger sehen. Hier gibt es ein Head and Shoulders, also Head, linke Schulter, rechte Schulter, Kopf, Head and Shoulders. Das ist eine technische Analysefigur, die sagen wir, dass dieses Trend nach oben vermutlich jetzt umkehren wird, weil wir die Neckline, die Linie von den Schultern, durchgebrochen haben und die Preise können also von diesem Teil hier, das ist zwischen 12.200 und 14.400, so ungefähr 2.300 nach unten fallen. Das heißt, bis knapp unter 10.000. Also hier unten gibt es ein Target von dieser Abwärtsbewegung. Die Niveaus, die wir schon auf der Weekly Chart entdeckt haben, arbeiten hier auch sehr gut auf diesem Head and Shoulders. Das ist sogar noch die Neckline. Also es gibt eine sehr
starke Bedeutung von diesem 12.200, was auch hier als eventuell als Widerstand wirken wird. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und die alte Unterstützungsniveau hier haben auch nochmal als Unterstützung hier gearbeitet. Also hier, was ich hier sehen würde, ist Bewegung bis 12.200, dann nach unten, hier ein bisschen Widerstand und dann runter bis 9.900 ungefähr, was unser Target ist von diesem Head and Shoulder, von der Head and Shoulder Figur. Eine andere Chart, noch auf ein anderes Instrument, immer hier auf Weekly Charts erste. Wir haben dieses Instrument hier. Starten wir immer um 2008 ungefähr. Es gibt erst eine Uptrend hier. Sehen Sie die rote Trendlinie, die sehr gut funktioniert. Eine sehr lange Trendlinie. Hier gibt es ein Top, eine Spitze vom Markt und da habe ich einen Widerstand also entdeckt. Die Trendline wird einmal schwacher hier durchgebrochen und dann wirkt erst als Unterstützung, jetzt als Widerstand. Unser Niveau hier, was wir entdeckt haben, wird durchgebrochen. Es geht nach neue hoch und hier haben wir neue Niveaus entdeckt. Und diese Top, jetzt wirkt die Trendlinie wieder als Unterstützung. Wir tanzen hier inzwischen und dann fallen wir wohin? Zu unserem Niveau. Genau zum Niveau, millimetrisch zum Niveau, was wir vorher als Spitze entdeckt hatten. Es gibt hier eine neue Trendlinie nach oben, die nicht parallel läuft, aber fast parallel zu der anderen. In diesem Kanal bewegen sich die Kurse. Neue Hoch werden erreicht und dann gibt es einige Retracements, wohin zu einem von unseren vorherigen Unterstützungsniveaus. Auch dieses Chart können wir natürlich auf Daily jetzt beobachten und man sieht, wie stark dieses Niveau von 2887, 2890 könnte ich sagen, wie stark das funktionierte. Und wir können hier eigentlich erwarten, dass die Bewegung langsam weiter nach unten geht. Aber in jedem Fall, dieses Niveau ist ein starkes Magnet für die Preise. Das kann man hier sehen. Also auch in diesem Fall, mit diesen anderen zwei Instrumenten, haben wir gesehen, wie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gut funktionieren, genauso wie wir das hier auf Euro-US-Dollar gesehen hatten. Das haben wir benutzt und wir haben irgendwie eine Bedeutung gegeben zu diesem Niveau nach der Theorie, dass die Masse im Markt sich ähnlich bewegt. Okay? Das ist die Erklärung, warum Widerstände und Unterstützungsniveau funktionieren. Ist es also so einfach? Warum mache ich das nicht immer? Und warum nutze ich ganz andere Ansätze für mein Trading? Das erkläre ich Ihnen sofort. So Leute, drei Analysen, die haben Sie gesehen. Euro-US-Dollar habe ich erklärt und ich habe irgendwie gezeigt, warum ich eine einfache Analyse durchführe, die ziemlich klar ist. Wir haben mit Widerstände und Unterstützungsniveaus gearbeitet, wir haben mit Trendlinien gearbeitet und mit dieser Analyse habe ich gezeigt, was ich vermutlich erwarte für die nächsten Monate und was ich auch eventuell machen könnte mit diesem Szenario. Dann habe ich auch andere zwei Chart-Analyse gezeigt, also zwei Instrumente, die aber nicht verraten habe, welche diese waren. Und ich habe da auch gezeigt, wie auf diese Instrumente, diese Linien ziemlich gut gearbeitet haben. Genauso gut wie auf Euro-US-Dollar. Da ich meine ganze Analyse auf diese Linien irgendwie basiert habe, sind diese Linien, die ich gezeichnet habe, eigentlich sehr wichtig. Die haben eine starke Bedeutung in den Analysen und die Bedeutung, habe ich erklärt, kommt vermutlich, was alle sagen, die Chartanalysten, dass die Masse sieht dieselben Linien und die Masse reagiert mit ähnlichem Stil an diese Linien. Das heißt, wenn Kurse in der
gegen von der Linie erreicht werden, verkaufen oder kaufen und so weiter. Also es gibt ein Link zwischen diese Zeichnungen und die Bewegungen, die in den Märkten stattfinden, weil die Bewegungen an der Masse, an der Psychologie von der Masse irgendwie verbunden sind. Das ist die Erklärung und das ist, wie die ganze Geschichte im Prinzip funktionieren sollte. Ist es aber wirklich so? Das ist die Frage. Weil wäre es nicht so, dann wäre das ganze Haus nicht mehr in Ordnung. Und in der Tat, die anderen zwei Instrumente, die ich analysiert habe und wo wir gute, wirklich gute Niveaus gefunden haben mit unseren Linien, diese zwei Instrumente existieren in der Tat nicht. Diese zwei Instrumente kommen nicht vom Markt. Es sind nicht zwei Wertpapiere, die wir handeln können. Es sind, sondern total random generierte Charts. Die Daten, die in diesen Charts sind, wurden von einer kleinen Software, die ich an meinem guten Freund und Programmierer Michael Bruns gefragt habe zu programmieren, total random generiert. Also alle zufällige Preise, die irgendwie zusammengebastelt wurden. Keine Traders dahinter, nichts, kein Markt, nur random generierte Charts. Da gibt es sicher keine Trader, die ähnlich reagieren. Da gibt es sicher keine Psychologie. Es ist eine Maschine, die das generiert hat, ein Computer. Und die Linien haben aber dort ganz gut funktioniert. Kann ich also wirklich jene Linien trauen, wenn sie genauso gut funktionieren auf Euro, US-Dollar, sowie auch auf ein total random Chart? Für mich ist das schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Chartanalyse selbst falsch ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass was ich gezeigt habe auf Euro-US-Dollar, das glaube ich wirklich. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass sowas, was ich gesagt habe, passieren kann. Aber hängt das an den Linien oder hängt das an mein Gefühl, an mein im Markt sein und deswegen den Markt leben täglich? Ich glaube, es ist mehr die zweite. Ich meine, alle Händler, die gute Chartanalysen durchführen und die auch etwas zeigen, was dann mehrmal stattfindet, ich glaube, diese sind nicht gut mit den Linien, sondern gut selbst. Die kennen sich selbst gut aus und das Gefühl, was sie vom Markt haben, das können sie dann irgendwie auf den Charts zeichnen. Aber es sind nicht die Linien selbst, die uns die Bewegungen geben vom Markt und so weiter. Es ist schwierig zu akzeptieren und es ist auch schwierig, ohne diese Linien zu arbeiten, wenn man einen Chart analysiert. Aber ich glaube, wenn es Leute, die wirklich verstehen, was passieren kann, das bedeutet nicht, dass sie hundertprozentig wissen, wo der Markt geht, aber die wirklich ein richtiges Gefühl haben, welche Bewegungen im Markt stattfinden, das ist nicht, weil sie gut sind, diese Linien zu zeichnen, sondern weil sie einfach gut sind. Der Trader macht, Lars Eriksen, den zitiere ich oft, ich mag ihn, der hat Wissen, der hat Ahnung, weil er gut ist, nicht weil er schönere farbige Linien nutzt oder so. Das ist meine Idee natürlich, aber ich sage, wie ich gezeigt habe, die Linien haben genauso gut funktioniert auf Instrumente, die gar nicht funktionieren, wo es gar keine Psychologie gibt, nur ein random Chart Generator von meinem Rechner. Und mein Rechner in Verbindung steht mit den Charts, die irgendwie gespeichert sind und deswegen hat er auch diese random Charts ähnlich zu den Märkten generiert, das kann ich nicht sagen, ich glaube nicht. Aber ich kann die Linien nicht trauen, wenn sie genauso gut funktionieren auf echte Märkte und auf total random generierte Charts, die ich gezeigt habe. Also, meine Analyse bleibt gültig für Euro-US-Dollar. Sommer 2020 werden wir sehen, wie doof ich war. In jedem Fall, wie gesagt, ich arbeite gerne mit den Nummern, die ich im Rechner habe, mit den Zahlen, die ich gespeichert habe und mit der Software, mit der ich die Chartmuster analysiere,
mich selbst mit Statistik und so weiter. Ganz anderer Ansatz, aber den traue ich mehr. Ob da auch alles random ist, das, ich glaube nicht, ich habe auch das mal demonstriert, ich kann einmal darüber reden, aber in jedem Fall, das ist mein Ansatz. Mit Linien und so weiter und Indikatoren, noch schlimmer, arbeite ich eigentlich nicht. Ich kann es nicht trauen. Random funktioniert genauso wie echter Markt. Das geht nicht. Das war's, Leute. Vielleicht sind Sie enttäuscht, vielleicht nicht. Vielleicht kaufen Sie sofort was in Euro, Dollar oder so und verkaufen. Ich habe ja gesagt, es sollte nach unten gehen. Egal. Die Analyse war nur ein Beispiel, keine Empfehlung. Sage ich nochmal, keine Empfehlung. Das ist wichtig. Also der Weltmeister hat gesagt, das ist keine Empfehlung. Das ist nur ein Beispiel. Ich sage nur, was ich machen würde, aber es ist nicht eine Empfehlung zu den Leuten. Das muss klar sein. Und Sie können meinen Kanal abonnieren noch nicht. Sie können auch mein E-Book bei der Webseite, mein E-Book erfolgreich traden, so geht's, bei der Webseite tradingweltmeister.de frei, gratis und runterladen. Und in jedem Fall werden wir uns nochmal nächste Woche hier im Kanal treffen. Ciao von Andrea Unger, ciao aus Italien.